Herzlich willkommen bei meiner ersten Map-Vorstellung auf meinem Kanal. Es handelt sich dabei um die Papenburger Map, die gestern rausgekommen ist. Der Link zum Download findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Wollen wir doch gleich mal starten, und zwar starten wir gleich hier mal im Zentrum, im Dorfzentrum von Papenburg. Es handelt sich dabei um eine Vierfach-Map. Es ist wahrscheinlich die erste Vierfach-Map, die wirklich spielbar ist und sich auch sehr gut eignet, um mit euren Kumpels zusammen einen Multiplayer zu starten. Ne? Damit es nicht so eng ist auf der Karte, da kann man richtig schön verschiedene Höfe aufbauen, und dazu kommen wir dann gleich in diesem Rundgang hier. Ja, okay. Wir starten gleich mal im Flugmodus. Wir sind gerade hier, sagen wir mal, am Kanal in Papenburg. Ist ja sehr bekannt durch die Meyer-Werft an sich, wo die großen Kreuzfahrtschiffe gebaut werden und dann in einem komplizierten und aufwendigen Verfahren dann ins Meer gebracht werden. Ja, zum Hafen nach Hamburg. So, alles klar. Ohne weiteres gehen wir gleich mal auf die Übersicht in der Karte. Also wie gesagt, es handelt sich um eine Vierfach-Map, also die Felder scheinen zwar vielleicht kleiner, aber sind um einiges größer als in der Standardkarte, die wir bisher kennen und wir wahrscheinlich auch schon ein bisschen, sagen wir mal, gelangweilt sind davon. Ja, also ich denke, es ist schon ganz gut, dass endlich mal was Neues kommt. Der Modder selbst sagt, es ist noch nicht ganz fertig, und das ist, sieht man der Karte auch an. Es ist noch einiges zu tun, aber ich glaube, einfach spielbar ist sie auf jeden Fall schon mal. Ne? Also es gibt zwar ein paar Fehler im Log, aber ich glaube nicht, dass die Einfluss haben auf den Spielverlauf. Ja, so. Wenn ihr die Karte dann startet, werdet ihr die nicht ganz so vorfinden, wie ich die jetzt hier habe. Ich habe hier schon ein paar Sachen vorbereitet, und zwar aufgrund dessen, um euch einfach quasi zu zeigen, wie gut sich die Karte eignet, um verschiedene Spielstände oder wie ein Multiplayer zu starten mit verschiedenen Höfen, ja? Alles klar, okay. Alles, was hier diese Farbe hat, dieses Blau, das bläuliche Dings Hintergrund hat, sind Forstgebiete, ne? Nur damit ihr gerade wisst, was ist das, dieses blaue komische Ding da? Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Pattern für Bäume von oben, Satelliten oder was auch immer. Auf jeden Fall hier, das ist alles Forstgebiet. Also ihr seht, also es gibt sehr viel Forstgebiete für die, die Freude haben an der Forstwirtschaft. Ja, wunderbar. Also wenn ihr standardmäßig startet, also ganz normal startet, startet ihr auf dem Hof hier. Das wäre dieser Hof hier. Habt dann auch mehrere Felder rundherum. Und ja, das ist auf jeden Fall mal, das wäre so die Grundlage des Startes des Spiels. Ja. Ich habe, wie gesagt, ein paar Änderungen vorgenommen gehabt. Ich habe hier in diesem Bereich hier eine Hühnerfarm aufgestellt mit vier großen Hühnerstellen. Dann habe ich die Forstwirtschaft, den Ackerbaubetrieb aufgebaut. Dann hier habe ich den Bereich für die Forstwirtschaft aufgebaut. Hier habe ich die Schafzucht hingemacht. Und hier habe ich den Kuhhof hingemacht, ne? die Milchwirtschaft. Wir gehen gleich im Detail darauf ein. Nur zum Sagen hier, auch wenn es nicht angezeigt wird, hier ist der Shop. Wir gehen gleich mal in die Nähe. Wir gehen gleich mal zur Getreidemühle und starten mal von unten links, ja? Also, das ist die Getreidemühle. Kann man schön, ja, schön hinfahren. Was ich noch nicht getestet habe, ist, ob die Helfer die Wege finden, also von, sagen wir mal, vom Hof zur Getreidemühle. Ich bin mir nicht sicher, ob die das dann gleich finden werden.
Ich weiß nicht, ob das schon eingebaut ist, ja? So, nur damit wir das auch schon mal vorweg gesprochen haben. Hier könnt ihr den Sonntag oder Samstagnachmittag beim FC Papenburg verbringen hier natürlich ein Fußballspiel angucken gehen. Ne? Das ist auch sehr gut geeignet für ein Roleplay. Kann man sehr schön das mit einbauen, ja? So. Jetzt wollten wir zum Shop rübergehen und da liegt ist hier. Also gehen wir gleich mal rüber. So. Das wäre dann hier der Shop. Ja, natürlich sind hier die Gebäude nicht alle, also die wenigsten Gebäude sind wirklich selber erstellt. Das sind halt einfach generic Buildings aus dem 19er und so weiter, ja. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass es Bewegung gibt in der Modder-Welt, damit Karten rauskommen, die auch wirklich Multiplayer-fähig sind, ja. Ihr seht hier, das ist alles Forst. So, das ist hier der Bereich um den Shop rum. Dann geht die Getreidemühle, wie schon gesehen. Genau, hier nochmal eine kleine Siedlung. Und hier ist dann das die Kartengrenze, ja. Also hier geht es dann nicht weiter. Okay, dann gehen wir mal in Richtung, gehen wir mal unten Richtung dem Sägewerk. So, da gehe ich auch gleich wieder in die Luft. Es ist einfach übersichtlicher, ne? Dass man hier einfach gleich mal ein bisschen mehr sieht von der Umgebung und wie es ist. Also hier das Sägewerk. Ganz klassisch, also nichts Außergewöhnliches, aber einfach das Sägewerk in seiner Funktion hier. Und wie gesagt, hier habe ich einfach mal einen Hof hingestellt, also das Farmhaus hingestellt für den Ackerbau, für den Forstbetrieb. Ne? So damit hier auch Maschinerie hingestellt werden kann, habe ich auch einen Schuppen hingestellt. Ihr seht dann gleich einfach mal, es ist mal einfach mal so, einfach mal versucht, etwas aufzustellen, womit wir auf unserem eigenen Server dann definitiv ein Projekt starten werden. Falls du Interesse hast, dann kannst du natürlich in der Videobeschreibung auch finden, wo und wie du dich unserem Server anschließen kannst, ne? Wenn du Interesse hast, auf diese Karte mitzuspielen. Ja, wunderbar. Dann hätten wir das auch schon erledigt. Gehen wir weiter. Also auch der Verkehr. Ich sehe gerade, dass der Traffic hier wieder die Geschwindigkeit vom 19er hat. Also es ist nicht so, dass die jetzt wieder durch die Karte brettern, wie das im 22er jetzt ist. Auch schön hier, ne? Also dieser Teich. Sehr schön, sehr schön. Gefällt mir gut. Also, klar ist, dass die Karte, wie es natürlich, glaube ich, dem Landbereich Papenburg auch entspricht, sehr flach ist. Also es ist jetzt hier nicht keine Bergwirtschaft oder Alpine Farming oder so ist hier natürlich nicht angesagt, sondern es ist halt sehr flach hier. So, dazu auch. Dann haben wir hier das Einkaufszentrum. Also hier ist es zwar Grocery Store, könnte genauso sein, Aldi, Lidl und so weiter könnte das hier sein. Ja, das könnte hier einfach, das ist der Supermarkt. Das Einkaufszentrum und hier haben wir den Viehhändler. Genau, haben wir den Viehhändler. Ganz genau. So, das ist auch schon mal hier drüber. So, dann gehen wir mal, das haben wir gerade übersprungen, das ist der Hof, den ich hingestellt habe, damit man hier einfach sieht, es gibt sehr viel Platz für also Stellflächen für Höfe oder wo man auch Produktionsstätten hinbauen kann.
Also hier ist eigentlich leer gewesen, auf, bis auf das Wohnhaus hier unten. Also das Wohnhaus, ja, das ist hier schon fest verbaut auf der Karte, wenn man sie startet. Das ist alles andere, haben wir hinzugefügt, um eben zu sagen, okay, hier könnte zum Beispiel eine große Geflügelzucht aufgebaut werden, ja. Das wird natürlich, wahrscheinlich wird es auch die Grundlage sein von unserem Multiplayer-Projekt, dass man einfach sagt, wir haben verschiedene Höfe mit verschiedenen Spezialisierungen und dann wird da losgelegt, ja. Okay, und hier haben wir, wie gesagt, den Ackerbaubetrieb. Das ist dann hier auch wieder das, den Schlaftrigger. Hier haben wir einen kleinen Shed, hier sind die zwei großen Sheds und natürlich das Silo. Da habe ich mal das Holzsilo für alle Höfe, habe ich das Holzsilo hingestellt, außer natürlich für den Forst, weil das Forst, das bringt ja im Forst nicht wirklich viel. Okay, dann haben wir schon die ersten drei eingebauten Höfe von mir gesehen. Dann gehen wir mal weiter hier zur Molkerei. Okay, das ist die Molkerei hier. Auch wieder schön eingebaut in die Karte rein. Auch immer wieder die Brücken über den Kanal. Also ihr könnt sehen, also es gibt sehr viel Baum, viel Busch und Hecken und so weiter. Sieht doch wirklich schon mal ansprechend aus, ne? Wenn das dann noch weiter verarbeitet wird oder bearbeitet wird, wie das der Modder das auch angetönt hat, dann wird es natürlich noch viel schöner, ne? Wenn da noch viel Detailarbeit kommt. Aber es sieht für mich einfach schon mal gut aus, ne? Also klar gibt es noch den einen oder anderen Fehler, wie ihr gerade gesehen habt bei einem Pferdestall, den ich übrigens nicht hingebaut habe, dass da ein Baum in der Scheune oder im Stall wächst. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das ist kein Problem. Okay, dann gehen wir zum nächsten Betrieb, den ich immer hingebaut habe. Einfach mal so als Inspiration eventuell. Und da habe ich drei große Schafställe hingestellt. Und auch hier wieder den Schlafträger. Einfach eine riesengroße Fläche für Baufläche, die überall wieder, immer und wieder, überall wieder gesehen werden oder gefunden werden kann, ja. Okay, und dann kommen wir hier auch gleich schon zu der Feed and Grain South, also das heißt also das Getreidesilo. Hier gibt es einen Fehler mit dem Spawnpunkt, also ich komme hier nicht raus, auch ob ich jetzt im Flugmodus bin oder nicht. Das heißt, ich muss dann mich hier einfach nicht darin spawnen, sondern direkt ein bisschen weiter, ja. Okay, hier haben wir die Käserei. Okay, was haben wir hier? Einfach andere, also hier haben wir die Käserei gehabt. Hier haben wir die Spinnerei gerade nebenan. Also wenn wir die Käserei haben, wie hier, das hier ist dann die Spinnerei. Ja, wo die Leute hinkommen, die spinnen. Wunderbar, das ist schon mal dazu. Und eben wie gesagt, hier ist dann das die Getreidemühle, wenn ich das richtig sehe. Ja, Verkaufspunkt für Getreide. Ja, schön. Okay, und dann haben wir hier noch die Bäckerei, die ist auch schon fest verbaut. Also da schauen wir auch gleich mal rein. Das ist hier auch hier im Zentrum von in einem Dorfteil, Ortsteil. Auch wenn es hier französisch benannt ist, hier gibt es wahrscheinlich die leckeren Croissants und die Baguette. Wunderbar. Ja, hier ist dann der
Der Füllpunkt und natürlich hier noch die Tankstelle, eine der Tankstellen, die es gibt. Also es gibt, glaube ich, zwei Tankstellen, wenn ich mich nicht irre. Da gibt es noch eine hier unten, die habe ich gar nicht erwähnt vorhin. Dann gehen wir noch zum letzten Teil, den das ich hingebaut habe erstmal. Und zwar ist das die große Kuhfarm. Den großen Kuhhof, wo mit Roboter, also dann ein kleines oder mittleres Silagebunker. Auch hier wieder ein Silo. So, also ihr seht, es gibt extrem viel Platz, also diese Stellflächen sind groß. Ach ja, genau, hier die BGA natürlich, die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ja. Das ist eine Megawatt BGA, kostet knappe 1,7 Millionen im Kauf, aber auch hier wieder genügend Fläche, um Silos hinzubauen, also Fahrsilos hinzustellen. Gibt also wirklich überall immer wieder gibt es kleine Stellflächen, die man nutzen kann. Wir schauen uns gleich nochmal das hier in der Karte an. Es gibt hier einen Bereich, der beinhaltet dann das Straßennetz und die Kanalnetze. Nicht, das gehört nicht dazu. Ne? Das ist da der Standorthof. Jetzt erstmal machen wir mal, was zu uns gehört. Das sind jetzt einfach mal die verschiedenen Höfe, die habe ich mal so hingestellt, nicht verwirren lassen. Sondern, okay, das ist auf jeden Fall ein Landstück, das für 0 Euro hinzugefügt werden kann. Das ist aber nicht bewirtschaftbar. Ne? Also das ist nicht, das kann man nicht bewirtschaften. So, schauen wir uns mal ein bisschen die Preise an der Felder, die Größe und die Preise an. Das kleinste Feld, was ich gefunden habe, vielleicht hat jemand noch etwas kleineres gefunden als ich. Das ist, glaube ich, meines Erachtens nach, ist es das Feld 23 mit einem Wert von 50.000, also 49,240. Und ja, genau, das ist da mit einer Fläche von knapp 2 Hektaren. Ja, das ist das kleinste Feld und da gibt es natürlich viele mittlere Felder in der Größenordnung so zwischen 10 bis 50 Hektaren. Das sind so die, der Großteil der Felder sind so in diesem Bereich. Das größte Feld ist die mit großer Wahrscheinlichkeit die 79 mit einer Fläche von 103 oder knappe 104 Hektaren und einem Wert von 2,6 Millionen circa. Ja, das ist alles gerundete Werte. Ja, also die Preise ganz in Ordnung, moderat. Es ist natürlich wirklich nochmal zu sagen, ne, wenn ihr bisher jetzt auf den Standardkarten gespielt habt, müsst ihr die Wahrnehmung der Feldgröße auf der Karte hier nochmal wirklich überdenken, ne? Weil das ist viermal so groß, ne? Die Karte ist viermal so groß wie die Standardkarte, wie Haute Belleron, wie Elm Creek oder Erlengrad. Die ist viermal so groß, also das ein Feld, was hier so dargestellt ist, das würde wahrscheinlich einfach, ja, was die ein Viertel der Karte auf der Standardkarte einnehmen. Ja, nur damit ihr wisst, Vierfachkarte, sehr gut vorbereitet, in meines Erachtens nach sehr gut vorbereitet für ein Multiplayer Safe oder halt jemand, der im Singleplayer die Helfer einstellen möchte auf den Feldern. Was ich auch schön finde, ist, dass diese Felder nicht einfach stur 90, 180, 270 und 360 Grad ausgerichtet sind, sondern ihr seht hier, das sind alle, die sind zum Teil quer gestellt zu den normalen 90 Grad Winkel Einstellungen, wie man das Standard kennt. Also hier hat man diese 90, 180, 270 und 360er Ausrichtungen. Hier geht es nicht ganz so einfach, also hier muss man halt seinen Weg dann finden. Aber ich habe es ausprobiert hier bei dem Feld, also wenn man
wenn man das Vorgewende hier wegfährt, also wenn man das selber manuell wegmacht, der Helfer findet also den Weg, kein Problem, auch so lang. Das ist absolut kein Problem. Ne? Also die Helfer, die können das schon. Und hier ist ja auch wieder Standard, die ganz normale Ausrichtung, ja. Ja, falls ihr noch etwas gefunden habt oder noch was wissen möchtet, was ich jetzt nicht erwähnt habe oder was ich verpasst habe, dann bitte gerne in die Kommentare rein. Ich bin auf jeden Fall, wir werden auf unserem Server definitiv ein Projekt starten auf diese Karte, in der Hoffnung, dass wir nicht gleich beim nächsten Update einen neuen Save machen müssen. Falls ihr möchtet, könnt ihr auch mich anschreiben, damit ihr diesen Save bekommt. Ich kann euch gerne diesen Save hier senden mit der Aufstellung der Höfe, wie ich die gemacht habe. Kann ich euch gerne zuschicken auf Anfrage. Ja, dann würde ich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß für die Karte bespielen werden. Noch einmal der Aufruf, wenn jemand bei uns mitmachen möchte auf dem Multiplayer-Server, dann bitte einfach zu uns in den Discord kommen und mich anschreiben im Discord. Und ja, dann hoffen wir, dass wir dann einfach ein friedliches und schönes Zocken zusammen erleben dürfen. Ja, okay, wunderbar. Dann nochmal ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Map-Vorstellung. Danke, tschüss und auf Wiedersehen.